Unten sind alle noch ganz unbeschwert, weiter oben hat sich das umgekehrt. Der Rucksack, der ist zentnerschwer, vorhin noch fühlt er sich an wie leer. Fühl mich unbedeutend und so klein, aber muss man dazu wirklich auf nem Gipfel grad sein? Blut, Blasen an den Füßen werden auch morgen den Tag versüßen. Warum tun wir uns das an? Und das seit 150 Jahren. Tut mir leid, ich frage mich, was feiern wir hier eigentlich? Im Nebel stehen beim Gipfelversuch, später 50 Arten, Fußschweißgeruch am Abgrund entlang mit Angst, Schweißflecken zur Belohnung, kratzige Nachtlagerdecken, Muskelkrampf, Trockenraumdampf. Die Nacht war kurz, das Lager bebte, keine Ahnung warum, doch der Schnarcher überlebte. Warum tun wir uns das an? Und das seit 150 Jahren. Tut mir leid, ich frage mich, was feiern wir hier eigentlich? Das Wahnsinnsglück des Obenseins, 150 Jahre Alpenverein, Gratulation und alles Gute. In den Bergen sein macht glücklich und das Beste daran ist, dass man das zwar spüren, aber niemals so richtig erklärt.